und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen wieder so richtig leckere Plätzchen. Und da habe ich mir überlegt, wir machen diese tollen, die heißen Omas Kissinger. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die schmecken wirklich super lecker, benötigen zwar, um ehrlich zu sein, auch wirklich ein bisschen Zeit, aber im Moment kann man ja auch die Zeit super genießen. Und ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten, damit wir auch direkt starten können. Für den Mürbeteig benötigen wir einmal Mehl, gemahlene Haselnüsse, Zucker, Zimt, Backpulver, ein bisschen Salz, außerdem noch ein Ei und Butter. Und als erstes kümmern wir uns jetzt erstmal um den Mürbeteig, denn der muss natürlich noch für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Diesen Schritt könnt ihr natürlich auch schon am Vorabend machen oder am Morgen und dann am Nachmittag die Plätzchen backen. Ich habe mich jetzt für die KitchenAid entschieden, da geben wir einfach nur alle Zutaten in die Schüssel rein. Ich benutze hier dieses Knetelement und wer jetzt keine KitchenAid hat, kann das natürlich selbstverständlich auch problemlos im Thermomix zaubern. Einfach ganz normal, wie man Mürbeteig herstellt, den Teig verkneten. Ich empfehle euch immer nochmal im Nachgang, ihn nochmal, wenn er noch so ein bisschen krümelig in der Schüssel ist, ihn nochmal auf der Arbeitsmatte nochmal schön durchzukneten, ihn dann so flach wie möglich in einen Teller zu geben und für mindestens eine Stunde zu kühlen. Jetzt geht es an das Ausrollen des Mürbeteiges. Da empfehle ich euch am besten immer so Teighölzer zu nehmen. Ich rolle die jetzt in 3 mm Stärke aus. Das ist, finde ich, die perfekte Dicke der Plätzchen und Mürbeteig mag nicht so viel Mehl. Das heißt, ihr bemehlt jetzt entweder eure Backmatte. Wenn ihr keine habt, nehmt ihr einfach ganz normal auf der Arbeitsplatte. Die Backmatte ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man da noch weniger Mehl benötigt. Ansonsten, wie gesagt, haucht den Mehl drüber. Dann rollt ihr die mit Hilfe der Teighölzer, rollt ihr die dann auf 3 mm Stärke aus. Und dann gebe ich immer oben nochmal ein bisschen Mehl hinzu und gehe mit der Winkelpalette nochmal unten drunter durch. Beim ersten Mal merkt man manchmal, das geht noch nicht ganz so gut durch. Dann geht ihr nochmal zurück, nehmt nochmal ein bisschen Mehl und geht dann einmal durch. Und dann könnt ihr die nämlich problemlos ausstechen. Jetzt verteilt ihr die Plätzchen am besten auf dem Backblech und gibt die nochmal in den Kühlschrank oder an einen anderen kalten Ort, damit die nochmal richtig schön durchkühlen und dann beim Backen nicht ungleichmäßig aufgehen und dann schön flach bleiben. Und den Backofen, den heize ich jetzt schon mal auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und dann brauchen die Plätzchen je nach Größe natürlich so 7 bis 10 Minuten. Jetzt erwärmen wir die Marmelade einfach im Herd und lassen die nochmal kurz einköcheln, damit die ganze Feuchtigkeit weggeht.
Und jetzt geben wir jeweils einen Teelöffel Marmelade auf den Keks, machen den mit einem Deckel zu und lassen die Kekse dann nochmal richtig gut durchkühlen. Die Zwischenzeit, die nutzen wir jetzt und schmelzen schon mal die Schokolade. Das mit Hilfe der Impfmethode, also erstmal die Konfitüre schön fein hacken, dann ein Drittel beiseite tun, den restlichen Teil über einem heißen Wasserbad erwärmen, dann den Topf von dem Herd nehmen, das restliche Drittel einrühren und alles so lange rühren, bis sich die Schokolade schön schön geschmolzen ist. Jetzt nehmt ihr euch die abgekühlten Plätzchen zur Hand, rollt einmal den kompletten Rand entlang in die Schoki rein und da einfach nur aufpassen, dass ihr nicht ganz so tief reingeht und danach direkt in die gemahlenen Haselnüsse rein. On top könnt ihr natürlich jetzt noch, wenn ein bisschen Schoki übrig geblieben ist, einen kleinen Klecks Schoki in die Mitte des Kekses geben und dann einfach eine Walnuss draufsetzen. Oder eine Haselnuss, je nachdem, was ihr lieber mögt. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder von mir. Das Rezept und die genauen Mengenangaben, die findet ihr natürlich auf meinem Blog. Den verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Alle Hilfsmittel, die ich benutzt habe, die verlinke ich euch auch, also meinen Shop. Da könnt ihr gerne mal stöbern. Da gibt es wirklich viele tolle Helferlines. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und meinen Kanal habt ihr hoffentlich auch abonniert. Und dann würde ich nämlich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder mit der nächsten Rezeptidee für Weihnachten. Bis dann. Tschüss.